Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ja, heute gibt es endlich mal wieder ein Taschenvideo, ein Taschenreview. Und zwar wurde mir diese wunderschöne Tasche angezeigt, als ich in verschiedenen Foren unterwegs war. Und die Werbung führte halt zu einem chinesischen Shop. Ich will jetzt keine Werbung für irgendeinen Shop machen. Aber im Endeffekt gibt es da eigentlich nur AliExpress, Temu, vielleicht noch Banggood und Gearbest etc. Aber dort findet ihr diese Tasche. Und das Geilste an dieser Tasche ist, dass sie nur 18 Euro kostet. 18 Euro inklusive Versand. Das ist also wirklich brutal günstig. Ja, und zum anderen spricht mich die Tasche natürlich auch optisch an. Und außerdem hat sie ein Volumen von 5 Litern. Ja, das hat mich natürlich gleich dazu verleitet, die ganze Tasche mal wieder zu bepacken, um zu schauen, was passt denn hier überhaupt alles rein. Ihr werdet die Tasche vom Muster her später nochmal genauer sehen, wenn das Ganze ausgepackt ist. Aber jetzt zeige ich euch erst einmal, was ich denn alles hier reingepackt habe. Und ihr könnt ja einfach mal schätzen, was glaubt ihr, wie viele Teile so hier drin enthalten sind. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet auf jeden Fall überrascht sein. Weil vom Volumen her ist diese Bauchtasche her die größte, die ich bisher hatte. Also es gab schon andere Taschen, die waren ähnlich groß, aber wie gesagt, was hier reingepasst hat, ist einfach irre. Ja, und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an auszupacken. Ich stelle das dann alles hier schon mal beiseite. Wir haben als erstes 1 Liter Wasser, also 2 Flaschen zu jeweils 0,5 Liter. Dann haben wir hier im vorderen Bereich diese SOS-Notfalldose. Die gibt es so fertig zu kaufen, also eine leere Dose. Für, ich glaube, 2 Euro in der Apotheke. Ich habe mir davon gleich mehrere geholt. Hier reingepackt habe ich dann einmal eine leere Plastiktüte, um eben Müll entsorgen zu können. Dann Handschuhe, Gummihandschuhe. Dann so kleine Zuckerwürfel, die halt dafür sorgen, dass man wieder frische Energie bekommt. Lefax, wenn es einem vom Bauch her nicht so gut geht, also gegen Blähungen oder Füllegefühl, hilft halt dieses Lefax. 2 Multivitamintabletten. Dann habe ich mir hier einfach etwas Hühnerbrühe abgepackt. Das reicht für jeweils eine Tasse mit, was hat so eine Tasse, 250 Milliliter ungefähr. Dafür reicht das auf jeden Fall. Und dieser Zettel war hier ebenfalls noch dabei. Das heißt, den kann man in die Dose reinpacken. Da steht dann Name, Adresse etc. Alles mögliche an wichtigen Informationen drauf. Und wenn ihr wirklich in einer Notfallsituation seid und die Helfer oder Retter diese Dose finden, dann haben sie schon unheimlich viel Informationen über euch, vor allen Dingen auch was die Medikamentation betrifft, beziehungsweise welche Medikamente nehmt ihr überhaupt. Dann habe ich hier an den Außenseiten noch so 2 richtig fette Karabiner. Die braucht es jetzt vielleicht nicht zwingend, aber ich habe mir gedacht, okay, ich habe so große Karabiner, dann kann ich sie auch dranhängen. Alternativ dazu könnte man natürlich auch einfach kleinere Karabiner verwenden, aber diese Ösen hier haben einen anderen Hintergrund, und zwar diese 2 plus diese eine Düse hier hinten. Denn ihr könnt euch vorstellen, diese Tasche, wenn sie voll gefüllt ist, wird natürlich recht schwer mit 5 Liter Volumen. Die hat also jetzt ein Gewicht von, ja, ich würde sagen, um die 3 Kilo vielleicht. Und wenn man das so direkt an der Hüfte tragen würde, ja, dann zieht es einen einfach nach hinten bzw. nach vorne, je nachdem, wie man diese Tasche trägt. Und das Coole ist, hier ist einmal so ein normaler Schultergurt dabei. Das heißt, der war direkt im Lieferumfang enthalten. Den könnt ihr hier rechts und links festklippen. Dann habt ihr einen Schultergurt, dass ihr die Tasche über die Schulter tragen könnt. Und noch viel cooler ist allerdings das zweite Tragesystem, was dabei war. Und zwar ist das dann sowas wie eine Art Rucksack. Das heißt, der eine Clipper kommt hier vorne rein. Dann sind hier noch 2 weitere Clipper dabei. Die kommen rechts und links. Und dann kann man sich das so über die Schulter hängen und hat dann im Endeffekt ja sowas wie eine Art Rucksack. Und das entlastet zum einen natürlich die Hüfte, sorgt natürlich auch für Stabilisation der Tasche. Genial. Und wie gesagt, das Ganze für 18 Euro. Also ich war wirklich mega überrascht. Übrigens, für den Fall, dass ihr die Tasche sucht, sucht einfach nach 5 Liter Hüfttasche. Dann findet ihr tatsächlich irgendwann diese Tasche. Also da werden natürlich viele Angebote vorgeschlagen, aber 5 Liter Hüfttaschen gibt es jetzt nicht so viele. Denn hier gibt es eine Bezeichnung drauf. Ah ja, BP Vision. Oder ja doch, BP Vision steht hier drauf. Aber wenn man direkt danach sucht, findet man die Tasche kurioserweise nicht.
Deswegen nutzt die Möglichkeit am besten einfach mit 5 Liter Hüfttasche und dann werdet ihr auf jeden Fall fündig werden. So, hier auf der Rückseite habe ich mir einfach nochmal ein paar kleine Karabiner dran gemacht. Einmal etwas Klebeband und einen Signalspiegel. Dann habe ich hier, das kennt ihr vielleicht noch von meinem alten Setup, einmal Desinfektionsmittel sowie einmal Seife, ganz normale Seife, beziehungsweise biologisch abbaubare Seife. Das ist ja ganz wichtig, wenn man sich draußen zum Beispiel in einem Fluss waschen möchte etc., sollte man keine herkömmliche Seife nehmen. Und hier am dritten Mini-Karabiner habe ich einmal hier so ein kleines, eine kleine Brechstange, eine kleine Prybar, sowie 3 Knicklichter, die halt auch unglaublich sinnvoll sind, wenn man auf sich aufmerksam machen möchte, zumindest wenn es nachts ist. Tagsüber reißen die jetzt natürlich nicht so viel raus, aber da könnte man zum Beispiel den Signalspiegel hernehmen. Dann, ganz wichtig, was mir gerade noch auffällt, hier hinten ist noch ein Bereich, da kann man ebenfalls Sachen reinquetschen. Hier habe ich einfach so eine Mundschutzmaske reingepackt, die wir ja aktuell nicht mehr pflichtgemäß brauchen, aber in einer Notsituation kann sie natürlich trotzdem sinnvoll sein. Und weil es gut passte, habe ich mir hier nochmal so eine kleine Powerbank reingetan. Die ist halt ganz cool, wenn man mal unterwegs ist, das Handy ist leer und man möchte das notfalls schnell mit Strom versorgen. Ist so eine kleine Powerbank mit, ich glaube, die hat 10.000 oder nur 6.000 mAh, reicht aber vollkommen aus, um das Handy, ja, vielleicht nicht ganz voll zu laden, aber auf jeden Fall 3/4 voll und so, dass ihr zumindest nochmal Notrufe absetzen könnt oder eben das GPS nutzen könnt, je nachdem, wofür ihr das Handy dann braucht. So, dann haben wir an dem Hüftgurt selber auch nochmal 2 Taschen. Hier habe ich zum einen ein ganz normales Feuerzeug drin, sowie ein Paket Taschentücher. Aber damit ist diese Tasche auch leer. Dann haben wir die zweite Tasche. Hier ist Elotrans drin. Ich weiß, Elotrans ist seit Seven vs. Wild mega im Hype. Ich nutze das schon seit 15 Jahren ungefähr. Und dazu nochmal 2 Beutelchen Magnesium. Perfekt, um gegen Krämpfe etc. vorzubeugen. Das legen wir auch mal hier an die Seite. Damit ist auch diese kleine Tasche leer. Dann hier oben, seht ihr noch, habe ich ein feststehendes Messer mit einem Feuerstahl dabei. Auf der Rückseite ist nochmal so ein kleiner Schleifstein. Das Messer, übrigens auch mega geil, kostet lächerliche, ich glaube 35 Euro. Ist das Ganzo G, ich kann es nicht lesen, GB012, glaube ich, heißt es. Aber auf jeden Fall, Hersteller ist Ganzo, gibt es in grün, orange, braun etc. Wirklich ein richtig, richtig cooles, stabiles Messer, mit dem man ordentlich arbeiten kann. Habe ich bisher noch kein Review zugemacht, aber wird wahrscheinlich noch kommen. Und was mir jetzt auch noch ganz wichtig ist zu sagen, ich lege das mal hier an die Seite. Ich erhalte immer wieder Kommentare, oh, du hast ein Messer dabei und ein Multitool oder du hast das und das dabei und das und das und das. Dazu möchte ich ganz einfach sagen, das geht sich mir jetzt gar nicht darum, hier das perfekte Survival-Notfallpack zusammenzupacken, sondern ich möchte einfach immer zeigen, was passt denn überhaupt hier in diese Tasche rein. Und da nutze ich dann lieber so große Gegenstände, einfach um zu zeigen, hey, ihr könntet sowas Großes mitnehmen, wobei das ist jetzt nicht so groß, ich hole mal kurz mein Maßband, dass wir es einmal exakt sagen können. Und zwar hat dieses Messer eine Länge komplett mit Scheide von ungefähr 28 cm. Klingenlänge ist hierbei auf jeden Fall im legalen Bereich, das weiß ich noch, aber wir können mal genau schauen. Klingenlänge ist 11,5 cm. Das heißt, so ein großes, in Deutschland legal führbares Messer könntet ihr auf jeden Fall mit dazu packen, auch wenn es halt im Außenbereich getragen wird, aber es würde auf jeden Fall passen. So, und wie gesagt, ich mache halt manche Sachen hier rein, die vielleicht völlig übertrieben sind, wie zum Beispiel so ein riesiger Feuerstahl hier. Der alleine hat schon eine Länge von 10 cm und einen Durchmesser von 8 mm. Da gibt es natürlich auch kleinere Varianten, aber wie gesagt, ich mache das extra in den großen Varianten, um zu zeigen, hey, das würde auf jeden Fall reinpassen. Und natürlich, wenn ihr auf kleinere Sachen setzt, dann bekommt ihr natürlich auch viel mehr Gegenstände in die Tasche rein. Aber wie gesagt, ihr werdet gleich sehen, ich habe für möglichst viele Bereiche etwas dabei. Zum Beispiel hier auch so eine kleine Schleuder. Den Hersteller muss ich jetzt nicht sagen, aber hier sind auch so kleine Stahlkügelchen dabei.
Okay, ich kann den Hersteller sagen, weil ich habe es bei der Messe auch gesagt. Das ist jetzt die Pocket Shot. Die stelle ich auch mal hier an die Seite. Dann haben wir hier noch eine LED-Lenser. Das ist die LED-Lenser P220. Kleine, aber feine Taschenlampe. Natürlich auch fokussierbar. Macht nichts anderes, also kein Blau, kein Rot, kein Grün, nichts, einfach nur Licht, aber dafür richtig gut und halt kompakt. Wobei von der Länge her etwa, ja, ich würde sagen etwa 11 cm. Auch da würde es natürlich kleinere Varianten geben. Ich habe euch ja da schon einiges vorgestellt, zum Beispiel von OLED etc. Aber das Thema hatten wir ja gerade schon angesprochen. Damit ist eine der beiden Fronttaschen schon leer. Dann habe ich hier ein Flauchhalstuch, ist jetzt in dem Fall ein No-Name. Und dann natürlich meine beiden Victorinox Multitools. Auch hier ist es so, eins von beiden würde natürlich ausreichen. Und dann statt dieses riesige Workchamp XL würde es auch ein kleines Huntsman beispielsweise tun. Da ist auch Säge etc. alles dran, außer halt die Zange. Aber das würde allemal ausreichen. Oder vielleicht ein kleines Swisschamp, da wäre sogar eine Zange mit dabei. Aber ihr seht, selbst diese beiden großen Tools passen problemlos hier in diese Fronttasche rein. Und jetzt kommen wir endlich zu dem großen Hauptfach. Hier haben wir massig Paracord dabei. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist, auf jeden Fall mindestens 5 Meter, wenn nicht sogar noch mehr. Dann ein riesen Wasserfilter, zwar den Life Straw. Den finde ich ziemlich cool, weil der einfach, ja, ich sag mal, alles in einem behaltet. Er ist wesentlich größer als wir zum Beispiel der Sawyer Mini, den ich ja auch besitze. Aber es ist ein guter Wasserfilter, von daher. Und er würde von der Größe her hier reinpassen. Deswegen habe ich mich extra für das größere Modell mal entschieden. Dann habe ich hier diese kleine Blechdose. Wer meine älteren Videos aufmerksam verfolgt hat, der weiß schon, was hier drin ist. Und zwar ein komplettes Angelset, das heißt Dynamo-Schnur, Nylon-Schnur, verschiedene Vorfächer, Angelhakengewichte etc. Alles schön kompakt hier in dieser einen Dose drin. So ist es sicher verpackt, fällt nicht raus und ich kann mich auch nicht versehentlich an diesen kleinen Angelhaken pieksen, wo man ja auch immer ein bisschen drauf Acht geben muss. Aber Angelhaken sind dabei. Dann etwas Baumwollschnur, die erkläre ich euch gleich, wofür die ist. Und zwar habe ich hier so einen PET-Rohling. Der ist einfach mit Öl gefüllt, also mit Rapsöl jetzt in dem Fall. Man kann auch Keimöl nehmen etc. Und wenn man den Baumwollschlauch jetzt hier quasi drin versenkt oder man sich ein Gefäß baut, wo man das Öl reinkippt und dann den Baumwollschlauch da reinlegt, so verknuddelt, dann saugt sich der ganze Schlauch natürlich bis oben zur Spitze hin voll mit dem Öl. Und dann kann man sich eine kleine Öllampe bauen. Und zum einen ist alleine das schon ziemlich geil. Das wusste man aber schon im Mittelalter. Also das ist jetzt nicht so unbedingt das Besondere. Sondern es geht sich einfach um die Brenndauer. Wenn ich jetzt eine Taschenlampe nachts haben möchte, um mich die ganze Zeit mit Licht zu versorgen. Denn es kann ja sein, dass ich wirklich in einer Notsituation bin. Und dann legt man sich nicht einfach hin zum Schlafen. Das heißt, ich sitze die ganze Zeit da, vielleicht an einen Baum gelehnt und habe meine Taschenlampe an. So, das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann machen die Batterien oder eben der Akku einfach schlapp und dann habe ich kein Licht mehr. Und dann ist es auch wirklich vorbei. Und diese Menge hier an Öl, die hier drin ist, und das habe ich tatsächlich getestet, hält easy über 12 Stunden. Das heißt, ihr habt 12 Stunden lang ein Licht. Dabei ist natürlich entscheidend, wie weit ihr den Docht rauszieht oben. Also wenn das jetzt hier mein kleines Blechgefäß ist, was ich mir gebaut habe, das Öl ist da drin, den Docht lasse ich jetzt so weit rausschauen. Dann habe ich eine recht kleine Flamme und eine lange Brenndauer. Wenn ich den Docht jetzt natürlich so weit rausziehe, habe ich eine große, helle Flamme, die viel Licht bereitet. Aber dementsprechend sinkt natürlich auch etwas die Brenndauer, weil halt das Material nicht schnell genug nachgefördert werden kann. Da muss man halt selber entscheiden, was einem wichtig ist. Dann hier mein Pack, was man sich vorne zum Beispiel am Rucksack befestigen kann etc. Ich habe es jetzt einfach nur reingepackt, damit ich eine gute Hülle habe für mein Handy. Das Teil selber habe ich ja schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Und hier habe ich einfach ein Notfallhandy drin,
Falls meinem Handy also der Saft ausgeht etc. oder kaputt geht etc., habe ich auf jeden Fall nochmal ein zweites Handy dabei. Da sind Offline-GPS-Karten drauf gespeichert. Ich könnte also damit auch offline navigieren. Oder für den Fall, dass mein Hauptgerät defekt ist, kann ich zumindest damit mal schnell einen Notruf absetzen. Dann habe ich hier noch drin zweimal Notnahrung, beziehungsweise ja, eigentlich sind es Hochenergie-Proteinriegel, aber die sorgen halt tatsächlich dafür, dass man ganz leicht ein bis zwei Tage sogar überstehen kann. Das sind einfach so, ja, so Panzerkekse, die man sich einverleiben kann, entweder pur trocken, was dann halt sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr mehlig im Mund wird, oder halt mit etwas Wasser dazu. Dann schmeckt es schon fast wie so ein Brei, aber es liefert auf jeden Fall genug Energie, um sich in einer Notsituation gut über Wasser halten zu können. Dann habe ich hier so ein Notfall-Bivi drin. Das ist jetzt überhaupt nichts Besonderes, sondern einfach nur wie so eine Art Rettungsdecke. Auch von der Dicke her genauso wie eine Rettungsdecke ist das so eine Art Schlafsack, den man sich drüber ziehen kann. Natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einem hochwertigen Winterschlafsack, sondern es ist einfach ein Notfall-Schlafsack, der dafür sorgt, dass die eigene abgegebene Wärme nicht in der Natur verpufft, sondern zumindest für eine Zeit lang in dem Schlafsack gespeichert wird, sodass man nicht direkt auskühlt. Dann habe ich hier nochmal ein kleines Notfallpack. Da sind halt Pflaster etc., Tabletten verschiedenster Art, ein Tampon zum Feuer machen, Durchfalltabletten, kleine Pflaster plus natürlich nochmal so ein komplettes Erste-Hilfe-Paket drin. Auch das ist natürlich, ja, ich sag mal, sehr redundant eingepackt, aber ich habe lieber manche Sachen doppelt und dreifach als eben gar nicht dabei. Und auch hier ist es so, wenn ihr für euch sagt, ihr braucht das alles nicht, ja, dann könnt ihr euch auch einfach nur Lebensmittel da reinpacken. Wenn das für euch ausreicht, bin ich damit auch voll zufrieden. Ich für mich möchte aber diese Sachen halt dabei haben. Dann haben wir zusätzlich zu dem Bivi-Bag nochmal zwei Rettungsdecken dabei, beispielsweise um sich einen Tarp zu bauen oder eben um sich nochmal etwas mehr mit Folien einzuwickeln, um halt dieses Zwiebelsystem auszunutzen, dass man sich halt in mehrere Schalen einhüllt und so weiter. Und natürlich eine Landkarte, die ist jetzt nicht detailliert, aber man sieht zum Beispiel im Groben, okay, ich bin jetzt, was weiß ich, da in Buxtehude und in die Richtung müsste ich halt gehen, um am Zielort anzukommen. In der Regel ist man ja in Gebieten unterwegs, wo man sich schon auskennt. Und im Urlaub oder so würde ich mir halt eine Karte der Gegend besorgen, weil ich finde so Karten immer noch cool und auch tatsächlich besser als wie die Offline-Navigation, weil man sich halt schnell einen Überblick verschaffen kann. Bei der Offline-Navigation kann man das natürlich auch. Man kann da auch hin und her scrollen und sieht da sehr viel. Aber ja, ich bin halt dieser klassische Kartenmensch, weil ich mit dem Kram noch aufgewachsen bin. Und ich gehöre zu einer aussterbenden Rasse, denn klassische Karten können heute leider viele Menschen schon gar nicht mehr lesen. Dann haben wir hier vorne nochmal so einen Reißverschluss drin. Da habe ich jetzt allerlei Kleinigkeiten reingeschmissen. Ein Göffel, Pinzette, etwas Kienspan, einen Stift, um Notizen zu machen. Zwei Brillen, Putztücher, auch eventuell, um sich die Hände mal schnell sauber zu machen. Dann etwas Folie für den Fall, dass man keine Blechdose findet, könnte man hier den Deckel abschrauben, die Folie oben drüber machen, schön dick, damit halt das Plastik nicht schmilzt. Und dann könnte man den Docht auch einfach durch diese Folie durchziehen und das dann anzünden. Dann natürlich ein USB-Stick mit den wichtigsten Daten drauf, heißt also Zeugnisse, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, alles was einem so wichtig erscheint. Etwas Watte, ein weiterer Tampon, um ebenfalls ein Feuer machen zu können. Etwas Draht, um Sachen befestigen zu können oder vielleicht auch zum Fallenbau etc. Dann habe ich hier noch drin zwei Handwärmer, ein kleines Maßband, wenn man etwas nachmessen möchte, einen gigantischen Magneten, der übertrieben groß ist, und es fällt mir gerade auf, USB-Stick und Magnet zusammen in einer Tasche ist jetzt nicht so geil, aber die Daten werde ich ja nochmal neu drauf spielen müssen. Da sollte man halt auch drauf achten, wenn man etwas einpackt. Aber bei mir war es jetzt einfach hektisch,
irgendwelche coolen Sachen zusammenraffen, die Sinn ergeben und meiner Meinung nach auch in Notsituationen wirklich hilfreich sein könnten. Und das war's. Jetzt können wir endlich mal die eigentliche Tasche bewundern. Und zwar habt ihr es ja gerade vielleicht schon gesehen, hier vorne ist einmal so ein Reißverschlussfach, sowie hier hinten ist ebenfalls nochmal ein Reißverschlussfach. Ihr habt hier das große Hauptfach, was ebenfalls durch einen wirklich leicht gängigen Reißverschluss zu öffnen und zu schließen ist. Wir haben hier die Möglichkeit, das Hauptfach mit Schnallen zu sichern, um entweder hier oben noch Sachen zu fixieren oder aber dafür zu sorgen, dass das Gewicht der Tasche nicht so schwer ist, dass der Reißverschluss von alleine aufgehen könnte. Wir haben hier an den Seiten rechts und links die Möglichkeiten, Flaschen reinzupacken. An den Hüftgurt selber zwei Fronttaschen und dieses Gummimesh-Netz, keine Ahnung wie das heißt, da kann man auch nochmal eine Dose reinpacken. Da hatte ich ja meine SOS Notfall-Survival-Dose drin. So viel zu meiner 18 Euro China-Hüfttasche. Ich hatte mir die eigentlich nur aus Spaß bestellt, weil ich sie zum einen zwar schön fand, aber ich hatte jetzt wirklich nicht viel erwartet. Aber generell ist es so, ich weiß nicht, ob man das hier gut erkennen kann, es sind wirklich alle Nähte tipptopp vernäht. Es gibt nichts, wo es irgendwas zu mängeln gäbe oder wo ich sagen würde, oh, okay, die Tasche, die ist Müll oder irgendwie billig zusammengeschustert. Ganz ehrlich, das ist eine Tasche, die würdet ihr hier in Deutschland locker ja für 40, 50 Euro verkaufen können. Also wirklich locker, ohne größere Schwierigkeiten. Die Tasche gibt es noch in verschiedenen anderen Farben. Also das ist ja jetzt hier dieses Wood-Tarn. Es gab noch Wüstentarn, es gab noch Tarnfarben der verschiedenen Streitkräfte in deren Nationalfarben. Dann gab es noch einfache Farben wie Kojotenbraun, einfaches Grün und ich glaube 18 Farben oder so. Vom Druck her finde ich das auch sehr, sehr gut. Was ich auch wichtig fand ist, die Tasche riecht nicht chemisch. Also oftmals habe ich es ja so, wenn ich irgendwas in China bestelle, riecht das meistens ja, sehr nach Fabrik. Aber das hatte ich hier bei dieser Tasche nicht. Die Lieferzeit bei der Tasche lag bei 5 Wochen. Ich glaube, angegeben waren 6 Wochen. Nach 5 Wochen war die Tasche dann tatsächlich da. Ging über den deutschen Zoll, aber bei 18 Euro macht der Zoll auch nicht viel. Die schicken es dann einfach weiter. Von daher wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. So, ich werde jetzt gleich nochmal alles hier schön auflisten, damit ihr nochmal sehen könnt, was da jetzt alles drin war. Ich hatte ja vorher auch gesagt, ihr könnt ja mal einen Tipp abgeben, was ihr denkt, wie viele Artikel sind hier drin. Und ich meine, ihr seht es ja, also es ist wirklich gigantisch, was hier alles reinpasst. Magnet und USB-Stick lege ich jetzt mal ein bisschen weiter voneinander weg. Dann haben wir hier unsere kleine Öllampe, Taschenlampe, den Feuerstahl und auch nochmal bitte, nehmt es mir nicht zu übel, dass ich hier manche Sachen doppelt und dreifach drin habe. Oder auch, dass ich jetzt hier so auf so große Tools gegangen bin. Mir ist klar, kleinere Tools passen mehr rein. Das Gewicht wird nicht ganz so groß. Aber für eine Notfalltasche, die ich mir beispielsweise ins Auto packe, oder wo ich sage, das ist eine kleine Backup-Tasche, wenn ich wirklich wandern gehe, möchte ich nicht immer einen riesen Rucksack mitschleppen, sondern einfach nur was Kleines, Feines, was meiner Meinung nach wichtige Sachen enthält, dann bin ich damit schon wirklich, wirklich richtig gut bedient. Denn ich bin auf möglichst viele Situationen vorbereitet. Ich habe Essen dabei, ich habe Trinken dabei, ich habe die Möglichkeiten, mir Wasser nochmal zu filtern. Ich habe Möglichkeiten dabei, ein Feuer zu machen. Ich habe Möglichkeiten, mich zu verteidigen, was zu schnitzen, was zu bauen, Mullbinden zurechtzuschneiden, im Notfall sogar Fische zu fangen. Hier ein Schlauchhalstuch, auch nochmal gegen Kälte etc. Multivitamintabletten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich den ganzen Kram hinpacken soll. Die Notfalldose zähle ich jetzt mal nicht als eigenen Gegenstand. Hier haben wir noch ein paar Multivitamintabletten. Plus die beiden Wasserflaschen, die passen schon gar nicht mehr hier hin. Die stelle ich jetzt mal hier oben einfach hin.
Ihr seht es, es ist gigantisch. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52. Ja, also auf jeden Fall easy über 50 Teile, obwohl ich auf so große Sachen gegangen bin, wie zum Beispiel hier diesen ja, fast 15 cm langen Kinnspann, den wird es ja niemals brauchen. Diese riesige Pinzette, dieser große PET-Rolling, die gibt es natürlich auch in kleineren Varianten, aber für Öl habe ich mir gedacht, macht es ein großer tatsächlich Sinn. Diese Notfallnahrung könnte man kleiner verpacken. Hier bei den Multitools könnte man kleinere Sachen wählen. Bei der Powerbank könnte man eventuell noch etwas dünner werden. Bei dem feststehenden Messer könnte man auf eine kleinere Variante gehen. Bei einem Notfallhandy braucht es jetzt auch nicht so ein riesen Schutzsystem. Das ist natürlich komplett übertrieben. Hier würde auch eine einfache Handyhülle reichen. Vielleicht sogar noch ein älteres, kleineres Handy. Hauptsache, man kann damit telefonieren oder zumindest GPS empfangen. Das alles war in dieser Tasche drin. Ich weiß nicht, falls ihr Interesse habt, ihr könnt gerne mal schauen, ob ihr die unter diesem BP Vision findet mittlerweile. Bei mir war es wie gesagt nicht der Fall. Deshalb einfach 5 Liter Hüfttasche suchen. Vielleicht noch mit dem Schlagwort Survival oder etc. kombinieren. Das kommt ja immer gut an bei den China-Shops. Und ja, aber im Endeffekt steht auch fast überall Survival dabei. Deswegen müsst ihr halt mal schauen. Aber ich bin komplett begeistert von dieser Tasche. Für 18 Euro macht ihr nichts falsch. Selbst wenn die 25 Euro kostet oder 30 Euro, habt ihr immer noch eine wirklich, wirklich gute Tasche zu einem guten Preis, die optisch was hergibt, die sich sehr, sehr cool tragen lässt durch diese zwei zusätzlichen Tragesysteme. Es passt unheimlich viel Krimskrams rein. Ihr müsst die natürlich nicht zum Erbrechen vollpacken, wie ich das jetzt hier gemacht habe mit all den Sachen. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ihr wollt auf jeden Fall so ein kleines Erste-Hilfe-Set dabei haben, vielleicht ein Multitool, ein Feuerzeug, Trinkflaschen und vielleicht noch eine Rettungsdecke, einfach nur so als Backup, da würde natürlich auch eine kleinere Tasche ausreichen. Aber bei einer kleineren Hüfttasche habt ihr halt nicht den Vorteil, dass ihr dieses zusätzliche Tragesystem nutzen könnt. Und wenn das Gewicht auf den Schultern liegt, ist es einfach angenehmer zum Tragen als wie nur auf der Hüfte. Aber auch das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Was ich nach wie vor cool finde, sind diese SOS-Notfalldosen, die man sich halt selbst zusammenpacken kann mit eigenen Medikamenten etc., was man braucht. Ich hatte ja jetzt Suppe da drin, Magnesium etc. Genauso gut hätte ich auch die ganzen Pillen, die hier drin sind, einfach hier drin verstauen können. Wichtig sind halt Gummihandschuhe, wenn man irgendwie mal in eine Notsituation kommt, wo man jemandem helfen muss, zum Eigenschutz. Und ja, so viel zum heutigen Video. Wie gefällt euch die Tasche? Also lasst mir gerne mal einen Kommentar da. Ich würde einfach gerne wissen, wie die Tasche auf euch wirkt, ob ihr mehr solcher Videos haben wollt, wo ich auf diese Taschen eingehe. Denn ich habe festgestellt in meinen alten Videos, diese Taschenvideos, die kamen relativ gut an bei euch. Die wurden gerne und oft gesehen. Das freut mich natürlich auch. Aber ich hatte es in meinen letzten Videos schon gesagt, ich möchte jetzt derzeit nicht nur so Gear testen, sondern ich möchte halt auch wieder in diese Wandervideos reingehen, wo ich so schöne Gegenden zeige, wo ich gerne unterwegs bin. Das ist einfach mein Hobby und auch wenn diese Filme aktuell nicht so gut ankommen, ich möchte diese Erinnerung für mich selber schaffen. Deswegen gibt es jetzt nicht mehr so oft diese Gear-Videos, sondern immer im relativen Wechsel, mal Gear, mal Wandervideo. Ich denke, es wird auch schnell wieder die Winterzeit kommen, wo ich mich wieder konzentriert mehr auf diese Gear-Videos stürzen werde. Aber deshalb nicht wundern, aktuell sehr viele Wandervideos dabei. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Gerne in den Kommentaren, positiv wie negative Kommentare. Ich weiß, negative Kommentare sieht man ungern, aber die helfen mir, mich auch weiterzuentwickeln. Und ja, in dem Sinne hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, ciao.